Servus zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Star Wars Galaxy of Heroes Video. Heute mit einer neuen galaktischen Herausforderung auf Jakku mit den Schiffen gegen die Erstordnung mit unserem Widerstand. Gehen wir rein auf Stufe 10 und holen mal alles nach, was wir die letzten Tage versäumt haben. Gerade für meine Person, ich war ein wenig out of order. Wir spielen gegen das klassische neue Erstordnungs-Lineup: Finalize, Silencer, Kommando Shuttle und das neue Schiff, die Echelon. Können wir jetzt übrigens farmen? Ich bin schon hinterher. Muss das Schiff so schnell wie möglich auf 5 Sterne bekommen. Gucken wir uns ganz kurz die Modifikatoren an. Auf Jakku gilt das letzte Gefecht. Die Geschichte mit den drei Schwellen. 0% Schutz. Da bekommt das jeweilige Schiff Vergeltung. Unter 50% Gesundheit einen höheren Verteidigungswert. Und unter 25% Schadensimmunität. Hilft uns eigentlich ganz gut, je nach Aufgabe, den Kampf so ein bisschen in die Länge zu ziehen. Front Deflektorschirm. Beginn jeder Runde eines Tanks hat er eine Runde lang eine höhere Effektivität. Er leitet einen Tank einen kritischen Treffer, hält er zwei Runden lang 15% Schutzerhöhung. Ich glaube, die Echelon ist ein Tank. Insofern kommt die also jeweils bei einem kritischen Treffer zwei Runden lang 15% Schutzerhöhung. Müssen wir eigentlich kritische Treffer sammeln? Gucken wir uns gleich mal an auf den Aufgabenlisten. Je nachdem, wie viele kritische Treffer wir natürlich machen müssen, müssen wir natürlich hoffen, wir kritten. Und jedes Mal kommt dann die Echelon 15% Schutzhöhung, ist natürlich doof. Furchtlose Tapferkeit, der Modifikator für unseren Widerstand. Widersteht ein Gegner einem negativen Effekt eines Widerstandsverbündeten, erhält diese eine Runde lang Heilung über Zeit. Okay. Ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, unsere Schiffe halten einfach länger durch, wenn wir eine Runde lang Heilung über Zeit bekommen und jedes Mal Gesundheit regenerieren. Wird ein Widerstandsverbündeter mit einem Buff belegt, erhält er bis zum Ende des Kampfes außerdem 3% Crit-Schaden. Und 10% Zugleis. Auch hier ist es wieder so, dass die widerstandsverbündeten Schiffe relativ viele Buffs generieren. Also gar nicht so schlecht. Vielleicht bleiben wir heute innerhalb der Fraktion. Würde sich ganz gut anbieten. Denn wir müssen eh mit dem Widerstand spielen. Das heißt, es müssen Widerstandsschiffe dabei sein. Das ist absolute Pflicht. Und die generieren relativ viele Buffs. Und das hilft uns natürlich enorm, hier diese Bonis einzusammeln. Gar nicht so schlecht. Gut, dann schauen wir noch ganz kurz den Modifikator der ersten Ordnungs an. Unerbittliche Verfolgung. Erzielt ein erster Ordnungsverbündeter einen kritischen Treffer, erhält er zwei Runden lang 25% Schutzerhöhung. Noch zusätzlich erleiden sie einen kritischen Treffer, kriegen sie Schutzerhöhung und machen sie einen kritischen Treffer, bekommen sie auch Schutzerhöhung. Total. Gejagte Gegner fügen erster Ordnungsverbündeten 50% weniger Schaden zu. Vielleicht sollten wir da einen Pretaunt mitnehmen, der auf jeden Fall gejagt mal einsammelt. Von der Finalizer. Mal überlegen, ob das nötig ist. Besiegt ein erster Ordnungsverbündeter einen gejagten Gegner, regeneriert er 100% Gesundheitsschutz. Das ist auf jeden Fall neu, oder? Ich glaube, der Modifikator war noch nicht so oft zu sehen. Na gut, dann gucken wir mal kurz einen Blick über die Erfolge. Widerstandsflotte X. Battle Unit Win Resist. Oh Mann. Naja, heißt auf jeden Fall, wir müssen mit drei Schiffen des Widerstands spielen. Ob die natürlich ausreichend als Reinforcement mitgenommen werden dürfen oder ob sie auch wirklich eingesetzt werden müssen, das ist halt nunmehr die Frage. Kann ich natürlich jetzt hier aus dem Stegreif nicht sagen. Kampf abschließen, ganz klar. Wieso ist die Reihenfolge da anders? Ist das eigentlich unterhalb? Okay, bei den Charakteren ist es wieder eine andere Reihenfolge. Bei den Schiffen. Okay, also habe ich schon des Öfteren bemerkt, irgendwie Korrektur lesen tun die ihre Sachen nicht. Kampf abschließen, gewinne nachdem du 10 Angriffen ausgewichen bist. Also brauchen wir eine Fraktion, die relativ viel Weitblick generiert. Bietet sich natürlich der Widerstand auch wieder an. Auch wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, lasst uns innerhalb der Fraktion bleiben. Weil das müssen wir eh machen, diese drei Widerstandsschiffe, plus Ausweichen mit Weitblick, plus kalkulierte Schüsse, Erfolg Nummer 4, 15 kritische Treffer. Oh nein. Und wie war das? Erleiden die kritischen Treffer, kriegen sie 25% Schutzerhöhung. Ah, nur ein Tank, okay. Dann nehmen wir erstmal die Supporter, also das Kommando Shuttle und den Angreifer raus. Dann machen wir das am Ende erst mit den Tanks. Weil wenn wir uns da abarbeiten an den Tanks, dann können die Supporter und die Angreifer von der ersten Ordnung uns auseinandernehmen. Und wir kommen da nicht durch. Deswegen, wenn möglich, arbeiten wir uns um die Echelon herum. So ist erstmal der Plan, würde ich vorschlagen.
10-mal ausweichen, 15 kritische Treffer. Gut, bei den 15 kritischen Treffern kann man natürlich auch eine andere Fraktion nehmen. Da muss man nicht unbedingt mit dem Widerstand spielen. Außerdem hat nicht jeder einmal den Holdo auf einer hohen Reliktstufe oder überhaupt das Schiff. Insofern 15 kritische Treffer bietet sich natürlich die Malevolence mit den Geos an oder aber die Rebellen. Die sind auch prädestiniert für die kritischen Treffer. Gewinne, nachdem du 10-mal ausgewichen bist. Gut, ich meine natürlich der Millennium Falke, es hat immer die Möglichkeit, als Reinforcement über alle Schiffe Weitblick zu verteilen. Das ist so die ultimative Lösung bei Weitblick. Dann gibt es noch den imperialen TIE Fighter, der für sich selber Weitblick generieren kann. Also da ist vieles möglich. Wobei man auch sagen muss, wir erinnern uns an die Executor-Meta, die ja aktuell noch aktiv ist. Es gibt ja noch kein neues Großkampfschiff. Und da ist es ja auch so, dass die relativ viel ausweichen. Also übel. Insofern gibt es, glaube ich, allerhand Möglichkeiten. Wir können aber mal ganz kurz hier reinschauen. Die Endurance ist nicht das Schiff, das ich bevorzuge. Grievous, bin ich mir gar nicht so sicher, wie viel das Großkampfschiff um Grievous, also die Malevolence, Weitblick und Ausweichen generiert. Bei der Executor ist klar, die weichen relativ viel aus, zu unserem Bedauern. Und Emmeline Holdo verteilt relativ viel Weitblick. Ich würde sagen, wir bleiben mal bei Emmeline Holdo. Ich finde es eigentlich relativ interessant. Dann löschen wir die Flotten, schauen mal kurz ganz an, was wir da machen können. Also bei Weitblick ist klar, Hans Millennium Falken als Reinforcement verteilt überall Weitblick. Das ist schon mal safe, aber wir müssen 10-mal Weitblick schaffen. Und das würde nur bei 3 Schiffen Weitblick verteilen. Phantom und Ghost in Kombination mit den Rebellen auch prädestiniert für die beiden heutigen Aufgaben. Die weichen brutal viel aus, gerade wenn die Phantom und die Ghost mal im Kampf sind, dann weichen die konstant aus. Also gerade die Kombination Phantom-Ghost ist sehr, sehr stark, was Ausweichen anbelangt. Plus kritische Treffer mit den Rebellen, sehr, sehr einfach. Also ich würde vorschlagen, entweder auf die Rebellen zu gehen mit Ghost und der Phantom plus der Home One oder aber wir bleiben innerhalb der Fraktion mit dem Widerstand. Ich bleibe jetzt einfach mal bei denen. Nehmen mit Race, Millennium Falcon, Podemran und den X-Flügler. MGN-100 könnten wir theoretisch mitnehmen. Wollen wir das? Brauchen wir das? Brauchen wir sie? Nö. Ich will eigentlich gar keinen Tank mitnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir nehmen noch Hans Millennium Falcon mit. Vielleicht einen Debuffer. Und ansonsten brauchen wir niemanden mehr. Vielleicht hier noch. So. Und das war's. Also gar kein Tank im Grunde genommen. Gut outspeeden können wir den Gegner sowieso nicht. Das heißt, die werden auf jeden Fall starten. Betäubung ist natürlich ungeschickt. Wo landet gejagt? Auf dem Millennium Falcon. Okay, Days. Einmal ausgewichen. Weitblick verteilen auf Po. Spezialfähigkeit. Zweite Mal ausgewichen, dritte Mal ausgewichen. Weitblick. Big Hit. Wir rufen die Buffer. Wieso nicht? Dritte Mal ausgewichen. Machen uns dran. Noch kein AOE. Brauchen wir noch nicht. Zuglasten generieren. Zweimal Basic. Fünfmal, sechsmal ausgewichen schon. Brutal. Zuglasten generieren. Also immer, wenn ihr Basic bei der Ebon Hawk benutzt, habt ihr die Möglichkeit, Zuglasten zu generieren. Sechsmal ausgewichen. Kann das sein? Die Waffen. Big Hit. Schadensimmunität. Jetzt kommt es der AOE kommen vom Millennium Falcon. Das Problem ist Schadensimmunität. Deswegen mal nur Basic. Das siebte Mal schon ausgewichen, kann das sein? Die Waffen. Und ihn rausnehmen. So. Das zweite Mal gejagt. Wir machen uns dran an dem Kommando-Shuttle. Genau, so lassen die Tanks außen vor. Und der Kampf darf gerne ein bisschen länger gehen. Also ist wirklich nicht das Problem.
Glasten generieren. Basic. Achte mal ausgewählt. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt. Basic. Ah, wobei AOE, komm. Schadensimmunität. Beide hauen's tuff. Das neunte Mal ausgewichen. Nehmen wir die Finalizer raus. Haben wir überall Weitblick? Nee, nur auf Po drauf. Gut, debuffen. Und dann gehen wir zurück auf Mando Shuttle. Wobei, vielleicht sollten wir die Hounds Tooth kurz rausnehmen. Big Hit. Jawohl. Deswegen ist Po Dameron so wichtig. Der macht echt viel Schaden. Whiteblack ist drauf. Ja, okay, dann können wir Basic machen. Darfst gerne reinkontern. Genau, Whiteblack ist drauf. Nochmal in die Vergeltung rein. Na gut, dann nicht. Hat keine Vergeltung. Interessant. Jetzt will ich kein Daze setzen. Ich will, dass der in die Vergeltung gerät. Tschüssikowski. Hat jetzt doch länger gedauert, als ich dachte. Also insofern arbeitet euch nicht an der Echelon ab. Es kostet echt viel Zeit. Aber war jetzt trotzdem ganz gut zu machen. Also kein Tankschiff mitzunehmen war die richtige Strategie, meiner Ansicht nach. Und Yvonne Hawk mitzunehmen zum Debuffen des Gegners zum richtigen Moment, gerade wenn die Hounds Tube auf der anderen Seite steht, um dann auch noch die Silencer final rausnehmen zu können, war auch die richtige Vorgehensweise. Plo Koon haben wir gar nicht gebraucht, also sprich, die Schiffe haben völlig ausgereicht. Okay, dann war es für heute mit der heutigen Galaktischen Herausforderung und wir sehen uns bald wieder. Servus.